Er hat gerade von der Abteilung F die Meldung erhalten, dass man einen Kanzleivorsteher tot aufgefunden hat. Im Büro eines gewissen Mr. Beeding. Ach, Beeding? War doch Harry Gordons Anwalt. Ja? Mhm. War ein ziemlich dicker Mann. Ja, ja, das ist er. Er war auch der Anwalt von Janine Mann. Ach, wirklich? Herein! Kommen Sie rein, Chefinspektor. Morgen. 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 Ich habe eben erst die Nachricht erhalten vom zuständigen Polizeirevier, Sir. Sie fanden den Mann, diesen Mr. Henry. Er ist der Beedings Kanzleivorsteher, als Sie heute Morgen nach dem Wochenende wieder das Büro aufmachten. Woran ist er gestorben? Oder wissen Sie es noch nicht? Das weiß ich noch nicht, Sir. Aber so, wie die Sache aussieht, sollte man sich sicher einmal näher mit der Sache befassen. Er war am Safe. Im Safe? Sie meinen, irgendjemand brachte ihn um und stopfte seine Leiche dann in den Safe? Nein, das ist kein gewöhnlicher kleiner Bürosafe. Er ist in die Zimmerwand eingelassen, mehr eine Stahlkammer mit Regalen innen. Sie können richtig hineingehen. Und? Ist er hineingegangen? Er könnte hineingegangen sein. Mhm. Ganz zum Schluss am Freitagabend. Plötzlich schlägt die Tür zu, niemand hört ihn rufen. Und er stirbt durch Ersticken. Oder durch Herzschlag. Vor lauter Angst, wissen Sie?